Hallöchen, Freunde. Willkommen zurück in den Nebelchroniken. Und ja, diesmal denke ich hoffentlich dran und fange direkt mal an, weiter über die VR-Geschichten zu palabern, die ich eigentlich schon seit, ich weiß nicht, 3 Folgen oder so immer wieder mal durchkleckern lasse. Ja, aber, um mal wieder drauf zu kommen, ich vermute eigentlich mit 98%iger Wahrscheinlichkeit, dass ich mir in diesem Summer Sale noch die HTC holen werde. Also das ist eigentlich schon ziemlich sicher. Und da bin ich mal gespannt, ja, erstens, wie lange das Gerät bis zu mir braucht. Ich weiß nämlich gar nicht, wo das herkommt. Ich hoffe mal nicht, dass es aus Amerika kommt und die sagen, zahlt doch nochmal Mehrwertsteuer und dann zahlt doch nochmal Einfuhrgebühr, Einfuhrsteuer. Wie nennt sich das? Irgendeine dämliche Steuer beim Zoll halt, damit du Waren nach Deutschland einführst. Zahlen sie mal hier, zahlen sie mal da. Weil dann bin ich nämlich richtig angefressen. Wenn du dir schon so ein Teil für, ich glaube, 800 Euro kostet das momentan noch, holst und dann auch noch, sagen wir mal, 200 Euro Zollgebühren oder so insgesamt zahlen darfst. Ne? Bist du natürlich... Freude steht dir dann nicht gerade ins Gesicht geschrieben, wollte ich sagen. So, jetzt die... Wie macht man das hier? Pass mal auf. Vor allem, auf welcher Höhe hat man das? Ich muss nochmal lunzen gehen. Obwohl, wir könnten drüben... Nee, komm. Wir machen Stück für Stück. Wir machen jetzt erstmal diesen Turm fertig und dann kümmern wir uns um den nächsten. Vorausgesetzt, ich mache noch weiter. So, warte mal. Halb eins. Okay. Gerade überlegen gewesen, wie lange ich denn noch aufnehmen kann, damit ich noch eine Runde Outlast aufnehmen kann. Muss ich mich ja auch noch schick machen. Muss ja hier noch, wie hier mein, was sind es, ein 4-Tage-Bart hier abrasieren, ne? Ich mach mal ein Lied weiter hier. Dieses Plim, 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 Plim. Oh, jetzt habe ich meinen Monitor voll gespuckt. So. Oh, das heißt, ich produziere Speichel. Way! Was ist da hinten los? So, die werden auf Höhe von dem Ding angebracht. Und oben drüber ist das eine Stufen... Nee, das sind ganze Klöpse. Das sieht ja dämlich aus. Hatte ich da keine Steine mehr oder warum ist das so? Hab's doch sonst überall gemacht. Na Kamerad, alles gut? Alles. Alles klar. Ach ja, nur das übliche Monster überall. Und es wird doch drum gebeten, schlafen gegangen zu werden sein sollen. So, das ist ja dann quasi da so und dann kommt auch schon die Vollwertdecke, möchte ich es nennen. Eigentlich könnte man in der Theorie, damit das hier innen dann noch ein bisschen schicker aussieht, hier vielleicht zwei separate Säulen herflanschen. Das wäre doch ein Gedanke. Aber, und hier auch nochmal... Egal, da kümmere ich mich drum, wenn es soweit ist, wenn wir die Türme hinten mal fertig haben, damit jetzt auch mal ein klein wenig was vorwärts geht, denn wir haben ja eigentlich schon die Hälfte des neuen Bildes fertig und eigentlich hat sich noch nicht allzu viel verändert, ne? Weil die Mauer, die stand ja schon beim letzten Bild. So, wie nennt sich das Liedchen? Amazing Grace. Ich wusste, ich kenne die Melodie irgendwoher. Ah, das ist schon der Schluss. So, aber wir gehen erstmal pennen. Gute Nacht. Na gut, dann packen wir erstmal ein bisschen was aus. Und nehmen die mit. Gute Nacht. Immer noch nicht.
Eine fliegende Insel im wahrsten Sinne des Wortes. Es könnte aber auch vom Schatten her aussehen wie die Pegasus. Okay, unten ist vielleicht jetzt ein bisschen Viertern, aber es könnte auch die Pegasus im Anflug sein. Gute Nacht. Zeron, bist du's? Ach ja. Gute Nacht. So, guten Morgen. Boah, ich habe ja neulich bei UFO im Stream was Lustiges gespielt. Whip Draw oder Whip Splash Draw? Keine Ahnung. Das ist ein mega lustiges Spiel. Habe ich mir natürlich gleich mal organisieren müssen, dass ich das gegebenenfalls, ups, auch mal bei mir im Stream spielen kann. So, ich ziehe jetzt einfach mal so durch und wir entfernen dann, was wir nicht brauchen. Warte mal, das heißt ja, da kommt die Vollwertdecke drüber. Dann nehme ich mal die alle mit und ziehe da erstmal eine Vollwertdecke drüber. Guck ich natürlich nicht so schön hin. Dann mache ich mal Folgendes. Passt das dann so? Moment, das muss ich mir jetzt nochmal angucken. Ich glaube, die Stufen, die kommen da so durch. Da werde ich mir was anderes einfallen lassen müssen. Da gehe ich am besten mal. Du gehst mal weg. Da kommen ja die Stufen lang. So, pass auf. So. Nanu? Wer will denn was von mir? Weiß man nicht. Es sind zu viele Nachrichten. Jetzt bin ich gerade ans Mikro gestoßen. Sorry, wenn das mal jetzt mal verpump macht. Du kommst mit. So. Habe ich den Kies mit? Nee, den habe ich nicht mit. Den brauche ich jetzt aber. Achso, ich verstehe die Problematik. Ja. So. Jetzt geht's hier erstmal hoch. Und dann geht's da drauf. Haha. So. Und jetzt kann man hier auch einen Vollwertboden reinklatschen. Meine Güte, hört doch mal auf zu schreiben. Ich bin hier mitten in der Aufnahme. Das gehört sich doch nicht. So, aber ich muss mein Handy da stehen haben, weil ich habe nämlich ansonsten keine Timer. Ich habe mir ja die neue Tastatur geholt hier, die Orient Spark. Und die hat kein separates LCD-Display mehr. Dementsprechend ist das jetzt natürlich doof mit meinen Zeiten jetzt. Gibt es zwar dieses Arx-Control, aber da bin ich noch nicht so von überzeugt. Also relativ wenige Entwickler verwenden Arx-Control. Da war ich mir echt schon am Überlegen, ob ich mir nochmal eine G19 holen soll, ne? Weil meine alte G19, die habe ich ja dem Herrn Shadhawk mitgegeben. Da ist der jetzt kräftig am Datteln mit. Naja, egal. Vielleicht kommt ja irgendwann mal noch ein schönes Arx-Update, wo alle Funktionen so enthalten sind, wie sie bei den alten Tastaturen von Logitech vorhanden waren. Ich frage mich sowieso, wieso die das nicht übernommen haben von den Entwicklern. Entschuldigung. Ich frage mich sowieso, wieso die das von den Entwicklern nicht mit übernommen haben. Weil es war ja schon mal alles drauf, ne? Ist ja nicht so, dass so urplötzlich so, oh, das ist jetzt alles neu. Nee. So, hier können wir das so machen. Vor allem die Möglichkeiten, die man halt hat mit Arx, ne? Da kannst du ja, keine Ahnung, Applikation ohne Ende kannst du ja da reinhauen. So, da müssen wir jetzt dann einiges noch wegnehmen, aber das ist egal. Das schaue ich mir jetzt dann später mal an, was wir denn alles wegnehmen müssen.
Den, da müssen wir auf jeden Fall mal wegnehmen. Weil das ist nämlich der eine, der hier fehlt. Oh. Oh. So, Treppen habe ich nicht dabei. Die Dinger habe ich auch nicht dabei. Warte mal, eigentlich könnte man hier ja... Von der Tür hier? Jawohl, unsere ureigene persönliche Treppe. Vorerst. Die hier brauchen wir jetzt und die hier brauchen wir. Die. Obwohl, wir könnten auch erstmal die Fichten unten fertig machen. So, das ist glaube ich schon zu viel hier. Na egal. Ich ziehe die einfach mal durch. Ich hänge? Achso. So, wo waren die Beleuchtung eigentlich? Das ist auch eine gute Frage. Naja, ich mache eh erstmal so eine Pseudo-Beleuchtung, bis wir hier die richtige Beleuchtung dann haben. Mal so und so und so. Ups. So, machen wir erstmal diesen hier. Vor allem, wenn wir hier nochmal separate Säulen reinziehen, da können wir die auch mit ein bisschen Dings beschmücken. Das ist schon Glowstones, weißt du? Als nächstes kommen die hier dran. Und zwar in den Fenstern. So und so. Das habe ich mir noch gemerkt, dass die so hinkommen. Sondern auch wieder... Genau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann werden wir endlich auch mal hier diese Metallstangen los. Die haben wir schon, ich weiß nicht wie lange. Schon eine ganze Zeit lang, ne? So. Huch, einmal bleibt. Dann, da kommt der. Dann kommt hier dieser... Verbindungsbalken. So. Ach ja, zum Glück haben wir das jetzt bald. Dann kommt der schwere Teil. Ups. Die Außenfassade verbreitern. Da muss ich mir aber ein richtiges Bild von machen. Deshalb, glaube ich, will ich das heute noch nicht machen. Hüpf. Da muss ich mir das nochmal extrem intensiv angucken. So. Hier haben wir, glaube ich, wieder das Gleiche, oder? Wieder mit Fichtenholz dann diese Dinger reingezogen. Jo, jo, jo. So, machen wir hier auch erstmal wieder Licht. Da ist euch schon schwindelig. Aha. So. Ab nach unten. Und nochmal Lunzen gehen. Ich weiß, es ist ein bisschen hin und her geeiert, aber mein Gott, was will man machen, ne? Tja, Freunde. Ist irgendwie nichts dran an so einer Folge, ne? Der Herr Zeon sagt das ja auch schon immer. Aber es ist wirklich so. Dabei... Habe ich noch kürzere Folgen wie er. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Beisein. Entschuldigung, fürs Zusehen. Vielen lieben Dank und bis morgen dann. Tschüss.